Ja, danke und hallo, liebe Mitstreiterinnen und liebe Mitstreiter. Seit Monaten wird über die Idee eines dritten Bürgerbegehrens diskutiert. Es wurde in vielen Gruppen und Initiativen konstruktiv und solidarisch diskutiert und beratschlagt. Das Aktionsbündnis und die aktiven Parkschützer haben diese Idee grundsätzlich und einvernehmlich unterstützt. Es gibt eine Liste von Unterstützerinnen, viele Bekannte und viele Aktive des Widerstands aus allen Bereichen finden sich darunter. Ich persönlich halte dieses dritte Bürgerbegehren für sinnvoll und unterstützenswert. Denn ich bin auch nach den vielen negativen Erfahrungen, die wir erfahren mussten, weiterhin der Meinung, dass wir jede Chance nutzen sollten und wie man so sagt, aus allen Rohren feuern müssen. Von daher unterstütze ich dieses dritte Bürgerbegehren und zugleich eine weitere Möglichkeit, diesen Unsinn endlich zu stoppen. Wir hatten gesagt, dass wir diese Woche einen Strich drunter machen wollen. Wir haben offen und demokratisch diskutiert. Wir haben immer mehr Zustimmung und Rückenwind gespürt. Deswegen sagen wir jetzt als Initiativkreis und Vertrauensleute des dritten Bürgerbegehrens, auf geht's, wir machen's. Und es bleibt bei der Verabredung. Kein Thema, kein Ansatz wird verdrängt. Das Bürgerbegehren soll eine Stärkung der Bemühungen aller gegen S21 sein. Am Freitag wollen wir unser Vorhaben in einer Pressekonferenz vorstellen und tags drauf bei der Samstagsdemo wird Eisenhardt von Löper die Kampagne eröffnen. Dann geht's ans Unterschriften sammeln. Dann gibt's Flyer in großer Auflage, mit dem wir viele Menschen erreichen und die Diskussion über S21 wieder in die Breite bringen wollen. Vor einer guten Woche hat sich eine Initiative für ein viertes Bürgerbegehren entwickelt. Im Ziel stimmen wir völlig überein, beim Weg weniger. Da wollen wir sozusagen getrennt marschieren. Aber wir unterstützen ausdrücklich auch diesen Ansatz und haben verabredet, die Unterschriften gemeinsam zu sammeln. Falls Sie noch weitere Fragen haben, dann können Sie sich im Netz umfangreich darüber informieren, zum Beispiel unter www.bürgerbegehren-stuttgart.de. Wenn Sie Interesse haben, aktiv mitzuhelfen, helfen Sie doch mit beim Flyer verteilen und Unterschriften sammeln. Listen liegen am Samstag dann aus. Packen wir es an. Bleiben wir oben. Dankeschön. Dankeschön. Ich soll noch darauf hinweisen, dass Sie bitte etwas nach vorne rücken, damit die Dazukommenden auch noch Platz haben auf diesen schönen Platz. Jetzt Jürgen Hucker, der kurz erläutern will, was Gemeinderat oder Oberbürgermeister eventuell tun könnte. Jürgen Hucker.